Magst du mir etwas zu sagen? Oder lässt du mich hier wieder stehen? Du baust seit Wochen nur noch Mauern. Es scheint, als wären da Türme, die sich blendend meine Richtung drehen. Hey. Und bis auf Nebel ist nicht viel zu sehen. Du kommst abends spät nach Haus, legst dich auf deine Seite, schleichst hin und wieder raus, ganz heimlich, still und leise. Ich kenn dich gut genug, um zu verstehen. Rufst du nachts an, dann schreibst du heimlich Briefe. Ich am Mensch besitzt die Macht, dir mehr zu geben, als ich dir augenblicklich biete. Wer auch immer es ist, ich hoffe, er hält dich so wie ich. Ich hoffe für dich, er gibt dir all das, hey, was du an mir so vermisst. Und du bist sicher grad bei ihm, ich halte sie nicht mehr aus. Der Zettel auf dem Flur sagt, du schläfst heute nicht zu Haus. Was soll das? Welcher Mensch besitzt die Macht, dir mehr zu geben, als ich dir augenblicklich biete? Wen rufst du nachts an? Wem schreibst du heimlich Briefe? Und welche scheiß Gelegenheit macht bitte diese? Eine Sache weiß ich ganz bestimmt. Ich lass dich nicht ziehen, ohne zu kämpfen. Ich mach mich auf den Weg. Ich fliege durch die Nacht und ich hol mir dich zurück. Wen rufst du nachts an? Wem schreibst du endlich Briefe? Ist es das, was du wolltest? Dann geh aber, red nicht von dir. Was tust du jetzt? Ich steh vor dir, sag was. Hast du vergessen, wer wir waren, wer wir sind und wer wir sein können? Dann guck mich an und sag mir, wen rufst du nach? Als ich dir augenblicklich biete, wen rufst du nachts an? Wem schreibst du eigentlich Briefe? Und welche scheiß Gelegenheit mach bitte diese Art von Liebe? Hey. Wem schreibst du eigentlich Briefe?